Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Empire Earth. Und genau, liebe Freunde, wir waren beim letzten Mal hier in Rom angekommen, nach einer wirklich, wirklich harten Überfahrt gegen den Zeitcounter. Und genau, wir sollen jetzt quasi eine kleine Gruppe rausschicken, um Gallien zu erkunden, während sie ihre Streitkräfte in Italien aufbauen. Okay. Das heißt, wir haben hier unsere Streitkräfte tatsächlich. Wow, es ist echt nicht schlecht. Und wir sind hier in Rom angekommen, Freunde. Wo wir Julius Caesar spielen. Und, genau, wir sollen uns jetzt erstmal nützlich machen hier im Prinzip. Indem wir in Gallien da mal ein bisschen Stress machen. Gut. Allerdings, Freunde, die Bürger, die können zur Nahrung gehen. Haben wir hier irgendwo eine Mine? Ja, da haben wir Minen. Okay, diese Bürger. Können wir endlich mal Bürger ausbilden? Können wir immer noch nicht. Oh. Römische Senatoren können wir ausbilden. Warum auch immer. Gut, dann baut ihr bitte mal hier eine... warum nicht? Ach so, weil... Eine Stadt, eine neue Siedlung hin. Genau. So... Wo lauft ihr denn hin, sagt mal? Lauft doch jetzt hier raus, Mensch. Und wir haben hier Julius Caesar mit... mit Titus Labienus. Der Name sagt mir gerade gar nichts, aber ist in Ordnung. So, wir müssen allerdings ja da unten noch die Verteidigung... Ah, da sind auch Steine, schaut mal. Müssen allerdings da unten auch die... Spanische Plünderer, seht ihr das? Siehst du? Seht ihr das? Ich wusste es. Ich wusste es. Ha, ich wusste es. So, dann... Ah! Lass doch die Bürger in Ruhe. Immer auf die Bürger. So, hier. Ich wusste es, dass ihr hier... Ja. Dass ihr das hier versucht. Deswegen lasse ich diese Einheiten definitiv hier. Oder wartet mal, haben wir hier irgendwo die Kaserne? Können wir hier irgendwie durch vielleicht? Nee, okay, weil wir müssen das hier ja beschützen. Ne, das ist es ja, wir müssen ja dieses Stadtzentrum hier beschützen. So, aber wir kommen hier tatsächlich auch nicht rein, ne? Schade um die Einheiten, es sind so schön viele Einheiten hier. Ja gut, okay, aber ich denke mal, dass wir die... Wartet mal, ich muss ja... wir müssen doch jetzt erstmal hier wieder... Der Bürger. Nein, ach! Nein! Bleibt ihr! Bleibt ihr! Hier bleiben! So. Ja, wobei, wozu brauchen wir denn dann Steine eigentlich, wenn wir eh keine Türme bauen können? Wir können ja nur diese Palisadentürme bauen. Gut, und die... Können ja nochmal beim Holz helfen, genau. So, dann haben wir alle bei der Arbeit hier. Und wir können Truppen ausbilden. So, dann machen wir die römischen Legionäre mal etwas stärker. So. Und die gepanzerten Soldaten. Bisschen mehr aushalten, genau. Nahrungsmittel Gold. Wir brauchen Gold. Müssen wir das echt hier beschützen? Ja, ich glaube schon. Okay, aber diese... Die Skorpione können wir ja mitnehmen im Prinzip. Und die Bogenschützen, Pilumträger eigentlich auch. Gold, was braucht alles Gold? Warum braucht das alles Gold, verdammt? So, wisst ihr was? Die bauen schön weitere Ressourcen, aber wir brauchen keine Steine. Hm, dann könnt ihr nochmal hier ein paar Türmchen hier aufbauen. Palisaden. Apostroph. Was zur Hölle? Nee. Ernsthaft? Nee. Okay. Egal. Dann bau die bitte so auf Palisadentürme. So. Kosten zwar einiges an Holz, aber kriegen wir schon hin. So. Hier. Zack. Zack. Schön verbessern. Und ja, Freunde, dann freue ich mich, dass ihr mal wieder hier dabei seid bei Empire Earth. Und oh, schaut mal. Wir können da sich Katapulte und Drammböcke bauen. Coole Sache.
Wir haben hier unsere Verteidigungsarmee. Ganz genau. Mit den beiden Herrschern und ja, im Prinzip müssen wir uns jetzt einfach nur eine Armee aufbauen, ganz gemütlich, ne? Ja, wobei, was ist bei Empire Earth schon gemütlich? Es könnte trotzdem übel werden. Gut, aber ich würde mal sagen... Oh, wir haben Centurios. Guckt mal. Schaut euch das an. Centurios. Diese typischen römischen Soldaten hier. Richtig cool. Okay. Die würde ich sagen, lasse ich hier bei der Stadtverteidigung. Oh, guckt mal. Standartenträger. Ach, krass. Okay, schaut mal. Schaut, die sehen richtig cool aus. Schützt die Standarte. Die sehen aus wie Chewbacca. Was ist mit denen los? Ja gut, aber es sieht interessant aus auf jeden Fall. Okay. Gut, die Bürger. Helft bitte beim... Ah, baut noch einen Turm hier hin. Damit wir hier eine vernünftige Verteidigung haben. Und die... Die nehme ich jetzt mit. Die nehmen wir jetzt schön mit hier. Für unsere Armee in Rom. Als Verstärkung im Prinzip. Butterbutt, butterbutt. Genau. So. Schön rein hier. Los. 8 von 12. Ja, das passt, Freunde. Das passt. So. Dann kommt mal schön hier rüber. Und ja, dann würde ich sagen, bauen wir uns doch einfach mal auf. Wir können gepanzerte Soldaten bauen. Wir haben 2 Kasernen. Wir können die Centurios bauen. Das ist natürlich schon geil. Standartenträger. Da weiß ich gerade gar nicht, welche Einheit am besten ist. Ich nehme mal an, die am meisten kostet, ne? So, dann baue ich mal ein paar. Und wir haben hier Bogenschützen. Cool, Freunde. Richtig cool. Die sind beide gleich. Gold und Holz. Nicht so viel Holz, leider. Ich habe so irgendwie das Gefühl, dass wir zu viel Nahrung haben. Dann geht ihr mal bitte mit zum Holz. So. Wir haben ein wenig zu viel Nahrung. So, und wir können Katapulte bauen. Dann bau doch einfach mal eins. So. Unsere Verstärkungen sind angekommen. Das ist sehr gut. Und ja, Freunde, ich nehme das an einem Samstagmittag auf hier, das Spiel tatsächlich. Wieder mal eine andere Zeit. Aber ich habe halt momentan ein bisschen Zeit für Empire Earth, von daher, ja, warum denn nicht? Ja? Da ist unser Katapult. Geil. Und ja, wie gesagt, Wetter ist ein bisschen grau heute draußen. Ist leider ein typischer Herbsttag. Was heißt man... Ahahaha, seht ihr das? Na komm, dann, lasst, geht schön in die Türme hier rein. So, genau, ha. So, und ihr zieht schön die Bürger... Die Bürger laufen schön im Kreis rum, ja. Da sind sie wieder. Da sind sie wieder. Versuchen sie es wieder. Ha. Genau deswegen, Freunde. Genau deswegen habe ich die Einheiten hier. Ah, wartet mal. Können wir den Kraken ausbauen? Das braucht auch Holz. Verdammt nochmal, wir brauchen hier viel zu viel Holz, finde ich. Dass man ein Krankenhaus hier aufbaut und dann die Einheiten immer hochheilt. Ja, das ist eigentlich keine schlechte Idee. Okay, super. Dann würde ich sagen, die brauchen ja kein Holz, oder? Ne, Nahrungsmittel und Gold. Da können wir ja ein paar von bauen, tatsächlich. Und die hier? Nahrungsmittel Eisen. Ja, warum denn nicht? Cool. Die brauchen aber Holz. Aber das Holz werde ich jetzt nutzen, Freunde. Ich und mein Holz, ja, ja. So, um das Krankenhaus hier aufzubauen, genau. Weil die Unterstützung werden wir hier brauchen, denke ich. Währenddessen heben wir weiter unsere Armee aus. Alles klar, die hämmern hier das Krankenhaus. Und wie gesagt, vielen Dank nochmal an den High Sky für den Tipp mit dem Drecksmod. Das ist echt super, dass wir jetzt hier rauszoomen können.
Das macht das Ganze wesentlich angenehmer. Ich kann es euch gar nicht sagen. Also, das macht das echt angenehmer. So, haben wir hier. Angriffe von Bürger. Ja, komm. Können wir mal verbessern. Genau, die Grenze. Und wartet mal, ihr vier? Könnt ihr schon ein Turmchen bauen? Nee, leider noch nicht. Aber das passt schon so. Genau, alles klar. Ah, wunderbar hier. Dann haben wir jetzt schön das Krankenhaus. Perfekt. Dann können wir uns ja weiter hier um Rom kümmern. Oder wartet mal, sollen wir... Julius Caesar! Was machst du denn da oben? Was machst du denn da oben? Ja, warum läufst du durch die Weltgeschichte? Der Julius Caesar, ey. Ach, Freunde. Ist das cool. Okay, ja, das heißt, wir sind hier unten eingesperrt. Oder? Ja, wir sind hier unten tatsächlich durch diesen Gebirgspass eingesperrt, glaube ich. Lass mal den Bürger mal ein bisschen erkunden hier. Kommen wir hier raus? Wenn ja, dann kann ich euch die Einheiten hier unten ja doch vielleicht irgendwie mitnehmen. Kommst du hier raus? Das wär's ja eigentlich, ne? Wenn du hier rauskämst. Okay. Können wir irgendwie diese Pyrenäen überqueren? Ich glaube, es sind die Pyrenäen. Nein. Das heißt, wir sind hier eingesperrt. Okay, alles klar. Gut, Freunde. Dann heben wir mal weitere Einheiten aus, beziehungsweise verbessern unsere Einheiten. Guck mal, die haben Kugelschutz. Was wollen wir denn mit einem Kugelschutz jetzt hier, 60 vor Christus? Nee, danke. Brauchen wir nicht, Freunde. Wir brauchen eher hier Schlagpanzerung. Aber gut, Freunde. Wir haben jetzt jede Menge Holz und Gold. Das heißt, wir können Bogenschützen ausbilden. Genau. Dann machen wir das doch einfach mal. So. Und danach noch ein paar Belagerungswaffen, Katapulte. Ja, warum denn nicht? Warum denn nicht? Mach die mal ein bisschen stärker. Und ja, im Prinzip haben wir es dann schon. Dann können wir schon in die Schlacht mit Gallien ziehen. Okay, Freunde, das wird interessant. Kalos, genau. Ah. Gold und Holz. Wir brauchen Holz. Wir brauchen wieder mal Holz. Also, das ist echt... Nahrung haben wir immer noch zu viel. Das heißt, wir können weiter Holz abbauen. So sei es, genau, Freunde. Ja, dann würde ich sagen, lasse ich echt hier die Einheiten hier stehen. Stets zu Diensten, Tribun. Stets zu Diensten, genau. Nicht, dass sie hier oben einfallen, das wäre es ja noch, ne? Wenn die hier oben angeschissen kämen. Stets zu Diensten, Tribun. Die Grenze, genau. So, dann... Aber wo soll denn hier diese Kaserne von dem Typen sein? Das verstehe ich nicht. Ja gut, währenddessen wächst weiter unsere Armee. Schaut euch das an hier. Richtig krass. Und ja, noch ein weiteres Katapult, bitte. Weil ich möchte doch auch Belagerungswaffen haben hier tatsächlich. Und wir haben halt sehr viel Eisen. Ne? Die sind voll. Die hier... Boah, das kostet aber auch, ne? Aber kriegen wir hin. Sehr gut. Bam. Wunderbar, das nächste Katapult hier. Das Skorpion, das können wir eigentlich auch nochmal. Gold und Holz. Ja. Natürlich wieder Holz, wisst ihr. Wir brauchen immer nur Holz, 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 Holz hier. Oh, da sind sie. Da sind sie wieder. Ach, Heilige. Okay, dann... Ach, verdammt. Na kommt ihr, los. Boah, die ziehen aber einiges ab, muss ich sagen, die Barbaren. Verdammt, ich habe hier einen Bürger verloren. So. Was macht der da? Kaputt machen.
Kaputt machen! Mach die kaputt. So, puh, ey. Die ziehen aber auch einiges ab, ne? Jetzt haben wir halt hier keine Bürger mehr zum Holz. Da brauchen wir hier die Nahrung nicht mehr. So. Ist ja auch okay. Gut, aber wir brauchen hier definitiv mehr Verteidigung. Palisadentürme kommt. Wir brauchen mehr Türme hier für die ganzen Typen, die da ankommen. So. Da haben wir noch zwei Bürger. Die können wieder mit beim Holz helfen hier. Puh. Also das ist echt anstrengend teilweise. Vor allem, weil wir ja auch keine vernünftigen Türme hier bauen können. Wir können ja nur Palisaden bauen. Ja, gut, okay. Aber wir können uns verteidigen und das ist die Hauptsache. Alles klar, ja, viel ist ja jetzt nicht passiert hier. So, dann bauen wir noch ein paar Reiter. Und dann können wir auch schon los, denke ich. Weil dann haben wir unser Bevölkerungslimit tatsächlich erreicht. Und ja, Freunde, wie gesagt, freut mich echt, dass ihr dabei seid. Und wie wir jetzt hier weitermachen hier mit der Caesars Kampagne, das ist ja wirklich interessant hier. Also ich wusste gar nicht, dass der am Anfang gegen Rom war. Dazu muss ich aber auch sagen, ich kenne tatsächlich die Geschichte, die römische Geschichte nicht so gut. Caesar kennt man klar, aber wie gesagt, ich bin dann nicht so bewandert, was das angeht. Leider, muss ich sagen. Also die Geschichte ist höchst interessant, aber ja. Oh Gott. Okay, das war's. Wir haben Bevölkerungslimit. Somit gehen wir nach oben. Nach Gallien, oder? Schicken Sie kleine Gruppen aus, um Gallien zu erkunden, während... Aha, wir haben kleine Gruppen. Ja gut, dann nehmen wir mal die Reiter. Kommt, nehmen wir mal die Reiter und erkunden wir mal Gallien. Während wir unsere Truppen hier ausbilden. Oh Mann. So. Alles klar. Dann könnt ihr euch mal da vorne sammeln, weil hier oben kommt nichts rein, denke ich. Alles klar, dann nehmen wir mal unseren Reitertrupp und erkunden mal die Karte. Gallien ist ja hier oben. Na, hier ganz oben. Und genau, dann muss ich immer an Asterix und Obelix denken. Die Gallier. Aber ja, wir sind ja jetzt in der Zeit, ne? Im Prinzip. Wir sind in der Zeit von Asterix und Obelix. Richtig cool, okay. So, wir sollen Gallien erkunden. Da sind ein paar Bäume, okay. Erkundet mal die Karte vernünftig hier. Vorwärts, Kavallerie. So. Ich hoffe, dass ihr euch nicht wieder aufteilt. Alles okay. Alles gut. So, dann. Weiter erkunden. Zum Glück sind die Reiter schnell. 16 Geschwindigkeit. So, da sind wir jetzt wieder am anderen Ende der Pyrenäen angekommen. Ich hoffe, dass ich mich jetzt nicht verspreche und dass das wirklich die Pyrenäen sind, ey. Oh Mann. So. Aber gut, wir sind in Frankreich schon. Und hier oben ist irgendwo Deutschland. Das wird höchst interessant. Ach Gott. Nicht, dass da wieder die ganzen Armeen, die wir jetzt gebaut haben, gegen uns haben. Nicht, dass das so wieder endet, weil wir ja gesagt haben, ne, dass die Germanen sich gegen Rom stellen wollen. Hm. Ich hoffe nicht, aber gut. Gucken wir mal. Wie gesagt, diese Mission habe ich auch noch nie gespielt, tatsächlich. Tatsächlich, also erste Mal jetzt. Und ich muss sagen, jo, ein richtig cooles Add-on. Auch machbar bis jetzt, also nicht so übertrieben schwer. Heilige Mist, ey. Das ist ja eine ganz schön weitläufige Karte hier. Ah! Okay. Das sind die Ambronen. Sie sind normalerweise friedlich und scheinen verlässliche Verbündete zu sein. Ach, wie geil.
Okay. Ja, am Brunnen, okay. Verlässliche Verbündete. Können wir hier rein? Wir können hier sogar rein, okay, aber was sollen wir hier? Okay, verlässliche Verbündete also. Cool. Die Ambronen. Sehr schön. Alles klar, dann sind wir ja nicht weit weg. Ah, dann sind wir ja nicht sehr weit weg. Das hier ist gar nicht der Rhein, das könnte die Seine sein. Der Fluss. Oh! Das sind die Helvetier. Momentan sind sie Rom gegenüber freundlich gesinnt, aber ihre Position in Zentralgallien macht sie vielen Einflüssen von außen gegenüber zugänglich. Okay. Also auf die müssen wir aufpassen, scheinbar. Die Helvetier, also spanische Plünderer. Ach, schon wieder. Müssen wir uns jetzt da schon wieder wehren, okay? Ja, dann. Och, jetzt hört doch mal auf, hier gegen die Bürger zu gehen. So. Aber hey. Wir haben uns sehr verteidigt, Kollege. So. Wunderbar. Ah, zwei Türme weg, aber. Aber hey. Die Verteidigung steht, Kollegen. So. Kabäm. Die Bergstämme, ja, die Bergstämme, ihr nervt. Aber weitere Palisadentürme bitte wieder aufbauen. Und die Verteidigung hier mal ein bisschen stärken. Alles klar, dann. So hat sich das gerade angehört. Aber gut, den Angriff haben wir überstanden, Freunde. Spanische Plünderer, ja, klar. Ja, wobei, die haben einiges an gallischen Kriegern. Die haben aber jetzt auch nicht so viel, dass ich da Angst kriegen würde, wenn die sich gegen uns wenden. Aber trotzdem, ich meine, Verbündete sind immer gut. Kommen wir hier überhaupt rein? Ja, kommen wir, okay. Was haben wir denn hier noch? Die Alpen. Ach, die Alpen. Das heißt, wir sind in Süddeutschland. Cool. Alles klar. Ich glaube, dann haben wir das ja schon, oder? Was wir hier machen mussten, während wir unsere Armeen aufbauen. Das heißt, wir können die nach vorne ziehen. Hallo? Ihr seid bitte auch mit Team 1. Ach, jetzt kommen die Reiter wieder. Nein, 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 Reiter. So. Alles klar. Dann seid ihr bitte erstmal Team 2, unser Erkundungstrupp. Da steht wieder was. Was ist los? Genau, dann geht ihr mal bitte hier hin. So. Unser Erkundungstrupp hier muss mal weiter erkunden. Ansonsten ist das ja eine relativ entspannte Folge mal, ne? Muss ja auch mal sein. Ich glaube, das wird eher früher als später, wird das hier ja spannend werden. Also, wenn wir hier in Deutschland weiter erkunden. Richtig cool, okay. Alles klar. Wir haben jetzt hier noch friedliches Land. Okay. In Deutschland im Prinzip. Naja, wir sind jetzt an der Grenze quasi zu Deutschland. Und gut, Freunde, dann würde ich mal sagen, können wir hier noch den Fitzel hier noch erkunden? Und dann würde ich mal sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt es gerne weiter den Kanal. Und ja, wie es hier dann weitergeht in der Schlacht gegen Germanien, sehen wir dann beim nächsten Mal. Während wir durch die Alpen stapfen. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.